Hey, meine Rabauken und herzlich willkommen zu einer fresh neuen Folge TNT Wars. Heute zusammen mit Let's Phil. Hallöchen. Ja, moin. Alter, machst du gerade den Boden sauber, oder wie? Ihr denkt euch jetzt bestimmt TNT Wars. Was ist das denn für eine nette Geschichte? Das ist eine super geile Sache, Leute. Ich zeige euch das gleich. Wir müssen aber erstmal die Map auswählen, bevor es losgeht. Wir haben die Auswahl zwischen einem Raumschiff, Erdnussbutter, einem Piratenschiff oder einem Haus. Ich werde mich für das Piratenschiff entscheiden. Blub, welche Map nimmst du, Phil? Das ist übrigens sehr entscheidend. Ihr werdet das gleich sehen, wieso. Wir befinden uns jetzt auf der Map, Leute. Ich bin auf einem Piratenschiff. Ich zeige euch das mal kurz. Überlebe ich das, wenn ich runterspringe? Ja, ich glaube schon. Jo. Und hier, also es ist schon eigentlich echt schickes Piratenschiff, muss ich sagen. Auf der anderen Seite, hinter dem Toastbrot, befindet sich Let's Phil mit seinem Häuschen, was wir jetzt natürlich noch nicht sehen. Und ich erkläre jetzt einfach mal ganz kurz, was denn überhaupt Ziel der ganzen Geschichte ist. TNT Wars. Heißt, wir müssen uns gegenseitig mit TNT beschießen. Ich muss jetzt also hier oben eine Plattform bauen. Das werde ich jetzt ja auch mal tun. Die Frage ist, wie hoch? Ist natürlich schwer einzuschätzen. Wir bauen jetzt also TNT-Kanonen auf unserem Grundstück und unser Ziel ist es, den anderen Spieler zu töten, indem man zum Beispiel ich jetzt von ihm das ganze Haus wegsprenge und er dann sozusagen runterfällt und der Spieler, der quasi als erstes stirbt, hat verloren, der andere hat gewonnen und Phil, ich habe eine Spitzhacke vergessen, das ist natürlich nicht so geil. Ich bin so gespannt, wer von uns beiden gewinnen wird, Alter, wer baut die geilere TNT-Kanone, Alter, ich habe keine Ahnung, wie gut Phil mit Redstone und so weiter ist. Ich habe auf jeden Fall schon eine Idee, was ich hier für eine Kanone baue. Ich gehe aber gerade ziemlich Risiko, weil ich je auch. Näher ich an das Toastbrot natürlich ranbaue, desto wahrscheinlicher ist es, dass er meine Kanone wegsprengt. Und das wäre natürlich dann, das wäre Kacke. Weil da muss man sie komplett neu bauen, halt. Das wäre echt nicht so geil. Wenn ihr die Idee von TNT Wars feiert, da werden, denke ich mal, sehr wahrscheinlich noch mehrere Folgen kommen. Wenn ihr also keine Folge verpassen wollt, vergesst nicht, den Abo-Button zu flanken. Und ich wünsche euch viel Spaß. Let's go. 1, 2, 3, 4, 5... Ah, Ben, kann ich ganz kurz mal schauen, was du so machst? Nein! Ich möchte da sicher gehen, dass du da nichts... Hier wird nichts geschaut. Ja. So, das ist das sogenannte Kanonenrohr, nenne ich das einfach mal. Das ist quasi dafür da, dass die Dinger auch dahin fliegen, wo ich hinschieße. Ich glaube, ich habe das zu hoch gebaut, Phil. ich das bin geht mir schon. Auch nicht ganz sicher. Ich glaube, ich habe es echt ein bisschen zu hoch gebaut. So, nachdem, wie das TNT halt fliegt, ne? Ja, gut, man kann ja einstellen, also quasi, ne, man kann ja beeinflussen, wie weit es und wie schnell es fliegt. Was? Ja, je mehr TNT man reinfeuert als Antriebsmittel, desto krasser fliegt das natürlich. So, wir machen uns hier erstmal 10 Werfer hin, Leute. Wir brauchen euch auch ein bisschen Power. Und hier kommt jetzt quasi das ganze wie, als ob das jetzt auf dem Block genau hinhaut, was ich hier fabriziert habe. Okay, hier kommt dann Wasser hin, Leute. Blub. Genau, das sieht schon mal sehr schick aus, okay. Und jetzt geht's, das ist eigentlich auch schon die fertige Kanone. Jetzt müssen wir aber natürlich noch Redstone dazu bauen. Ohne Redstone funktioniert das Ganze natürlich nicht. Diese Lava ist halt dazu dafür, dass die Häuser abbrennen, ne? Dass wenn du die Lava abschießt, diese Glaskullern, dass die Lava dann rausfließt und alles zerstört. Ja, ja. Ja, ist ja voll mies, Alter. Voll die geile Map. Aber ich habe irgendwie hinten dran noch ein richtig großes Gebäude, aber ich glaube, das zählt nicht mehr zum Haus. Nee, mein Schiff. Ich habe eh voll den Nachteil. Dein Haus ist viel größer als mein Schiff, nee. Nein, das ist auch voll klein. Ja, gut. So, wir brauchen jetzt ganz viele Repeater. Die kommen nämlich hier hin. So, genau. Dann verbinden wir das Ganze mit Redstone. Zack, zack. Ihr seht, Leute, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, weil bei Factions, die Kanone könnt ihr übrigens auch super für Factions benutzen. Also falls ihr irgendwie eine Base raiden wollt und da irgendwie was sprengen möchtet, das ist kein Ding. So, hier kommt auch noch ein Repeat. Wartet mal, Leute, wie hat das jetzt funktioniert? Hier kommt ein Repeat dahin, glaube ich. So müsste das eigentlich hinhauen. Genau, sehr schön. Jetzt ist das verbunden. Jetzt müssen wir das noch auf der anderen Seite verbinden. So. Alter, du bist echt ziemlich schnell, Ben. Ja, Phil, ich bin ein geübter Kanonier. Heißt das Kanonier? Ich glaube, das heißt so. What the fuck? So, jetzt muss hier natürlich auch wieder. Ja, ich brauche aber noch ein bisschen, Phil. Keine Sorge, es ist... Ja, ich auch. Ich habe noch nicht mal angefangen. Ja, so Kanonen bauen ist schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich habe das auch falsch gebaut. Ich glaube, ich muss das aber so bauen. Aber der Redstone-Profi, der weiß hier Bescheid. Der Redstone-Profi, meinst du so? Genau. So habe ich es jetzt richtig gebaut. Jetzt verbinden wir das alles, genau. Jetzt ist dann natürlich unser, also das ist quasi, das, was ich jetzt verbunden habe, ist sozusagen der Zündstoff, also das, was den TNT dann schießt. Aber die TNTs, die geschossen werden, die machen wir jetzt noch, Leute. Oh, Phil, ich bin schon relativ schnell. Ich weiß ja nicht, wie weit du jetzt bist. Als ob. So, jetzt machen wir das hier drauf. Das muss jetzt, glaube ich, so, genau. Dann haben wir den Komparator, der muss nämlich hier hin. Jetzt verbinden, den aktivieren wir, so. Genau, Phil, ich bin so schnell, du wirst so weggebombt jetzt. Okay. Nein, ich muss ganz kurz in Game 1. Ist... Wow, wieso? Ja, weil ich hier was cheaten muss. Was?
Ich brauche eine Axt. So. Nee, das ist falsch, Leute. Das muss. So muss das sein. Genau, das brauchen wir gar nicht. So, und jetzt kommen hier nochmal ganz viele Verstärker hin. So. Ich weiß nicht, kommt hier? Klappt das jetzt? Wir probieren das mal aus, Leute. Scheiße. Ich brauche noch einen Knopf. Oh, hoffentlich zerstöre ich deine Kanone. Das ist ja so. Ich muss mich erst durch die Mitte auch schießen, musst du sehen. So. Okay, das funktioniert perfekt, Leute. Habt ihr das gesehen? Das sind nämlich Nein. So Ticks, damit gleich mehrere geschossen werden. Okay, Phil. Ich habe mir aber zu wenig TNT gegeben. Übrigens, Leute, man darf sich natürlich die Materialien im Game-Mode geben, weil man hat quasi unendlich Materialien. Darum geht es ja nicht. Es geht darum, einfach schnell alles zu bauen. Und ich habe zu wenig TNT. Also man darf sich so viel TNT geben wie möglich. Oder wollen wir eine Begrenzung machen? Nee, so viel wie möglich. Weil wenn einer nicht stirbt, ne, ist ja unnötig. Lockerbot für einfach so eine 600-Schuss-TNT-Kanone, womit er einfach meine gesamte... Also man kann schon eine Kanone bauen, die mit einem Schuss safe die gesamte Insel zerstört. Also mit einem Schuss im Sinne von... Ja, dann schießt du halt... Meine Kanone... schon mal ein kleiner Spoiler. Meine Kanone feuert immer nur einen TNT ab. Oh, für dann? Dann wirst du schlechte Karten haben, glaube ich. Okay, meine Kanone ist ready! Ich schieß mal, Leute. Mal gucken, wie das Ganze aussieht. Nein. Komm, bitte nicht. So... Boom! Alter, hast du es gehört, Phil? Es kommt näher. Das Toastboot hat noch den ersten Schuss abgehalten, Leute. Das ist aber jetzt der zweite Schuss. Bin ich schon durch? Und boom! Oh, Phil, guck mal, wo ich bin. Ich sehe. Nein, ich habe viel zu hoch gebaut. Scheiße, das trifft doch nie dein Haus. Doch, das trifft meine Kanone doch, Alter. Hör mal auf damit. Boom! Hä? Ach du Scheiße, nein, Ben. Hey, wo ist das? Das TNT war nicht leer. Hey, wo ist das gerade geflogen? Ist das geflogen? Habt ihr es gesehen? Hey, da fließt Lava runter. Ich habe Lava kaputt gemacht von dir. So nice. Ja, Mann. Als ob. Hey, hat das... Hey, ich habe das aber gerade gar nicht fliegen sehen, Leute. Wir schießen nochmal. Blub. Scheiße, nein. Das wird alles... Ja, das wird alles aktiviert, genau. Boom. Nein. Ich sehe das halt gar nicht so weit fliegen. Das ist ein bisschen das Problem gerade, was ich habe. Wir machen mal hier eine größere Verzögerung rein. Dann explodiert das TNT nämlich später. Das müsste eigentlich eine geile Wirkung haben. Okay, komm, bitte lass so. Es. Bitte lass es jetzt gehen, jetzt bin ich auch mal fertig. Oh Gott, ich hab so Angst. Oh, das fliegt viel zu krass, Leute. Das fliegt viel zu... Ach du Scheiße. was war das für ein Blindgänger? Okay, ja, ich weiß nicht, es ist jetzt halt schwierig, das so zu kalibrieren, dass ich genau treffe. Wir müssen auf jeden Fall hier deutlich weniger Zunder, Leute. Wir brauchen weniger Power. Locker nicht, da ist safe was... Wow! Ach du Scheiße. Holy shit! Was? Das ist ein fucking Block an meinem Kopf vorbeigeflogen. Was? Nein. Ist es zu hoch? Sag jetzt nicht. Sag ich dir oder nicht, Alter? Nee, ich glaube schon. Ach du Scheiße, jetzt funktioniert genau, das. Genau, ich muss das Ding hier bauen. So. Nein, was ist so, das Leute, denn? So, Leute, let's go. Habe ich noch TNT drin? Egal, wir werden es gleich sehen. Nein, doch, ich habe noch TNT drin. Komm. Genau. Und? Was? Alter, das fliegt viel zu weit, Alter. Wir brauchen viel weniger... Wie viel weniger Energie hier? Das ist ja viel zu viel Power. Ich treffe dich noch. So, habe ich jetzt hier. So, wir machen noch... Das ist viel zu... Leute, wir haben viel zu viel Antriebskraft hier. Ich glaube auch, ja. So, okay, jetzt müsste es eigentlich gehen. Habe ich hier noch TNT drin? Hast nicht mehr viel drin, aber für einen Schuss geht's noch. Ich sehe es nicht. Plopp. Alter, da oben ist deine Kanone. Was zum... Okay, das ist jetzt halt nur ein TNT. Oh, das da... Oh, ho, ho. Okay, Phil, ich hab's raus. Was war das denn? Oh, 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 nein. Oh! Yes, Alter, wir haben das Haus getroffen! Yeah, Mann! Du hast meine scheiß Kanone kaputt gemacht. Yes, Alter! Yes, Alter! Und gleich nochmal, Phil, du bist so fällig. Boom! Haha! Blub, 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 blub. Und? Schuss! Alter, was war das denn? Oh, da war das eine Ding im Weg, Leute. Aber jetzt haben wir freie Bahn, Alter. Ich muss noch kurz das TNT checken, ob wir... Wie geil der Modus ist, ey. Voll cool. Oh, hier ist zu wenig TNT drin. Das Grundstück von Phil. ist er das Diablock? What the fuck? Okay, er hat sich da oben nochmal eine kleine Mini-Kanone jetzt nochmal neu gebaut, weil seine Kanone völlig im Arsch war. Okay, Phil, bist du ready? Ich bin. Nach deiner kurzen Verschnaufpause, okay. Mal sehen, ob deine Ups, ich habe Wasser geplaced, das wollte ich gar nicht. Ups. Ja, Mann, ich habe den Knopf weggemacht. Du Lacker. Oh, bitte lass es funktionieren. Oh, oh. Wo ist es hin? Let's go. Let's go, Phil. Oh, 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 oh. Hab ich nicht. Als ob du überlebt hast. Nein, ach du Scheiße. Ich hab deine ganze Kanone in Eimer gemacht. Instant. Okay, wir brauchen ein bisschen mehr Schusskraft, Leute, hab ich da gesehen. Ich hab aber noch Wasser, ich mach gleich Water Emulgy. Kannst du gerne machen. So. Nein, Ben. Und jetzt was ist das denn für eine heftige Kanone? Okay, Alter. Die ist nice, oder? Die schießt vor allem so 10 TNT mit, oder mehr sogar, 12 TNT mit Eimer. Und? Oh.
Nice. Ach, oh, wieso fliegt das Instant so weit? Nur weil man ein bisschen mehr Schussladung da reinballert. Die Sache ist eigentlich, ich überlege mir gerade, wartet mal, das ist doch... Jetzt kann ich mir halt gar nichts mehr machen. Das ist doch hier, das müsste doch eigentlich, wenn ich das so mache, das ist doch eine Ebene. Wartet mal, Leute. So, ich versuch's einfach mal. Jetzt wieder mit Schussrohr quasi, mit Fernschussrohr. Das müsste ja eigentlich hinhauen. Ich muss mir hier eine kleine Insel machen. Oh, oh. Hä, das hat gar nicht hingehauen. Oh. Nein. Hä, bist du runtergefallen? Ich bin runtergefallen durch... Nein, das da oben wurde zerstört. Yay, als ob, habe ich das echt getroffen? Ich hab's gar nicht richtig gesehen. Ich bin ins Wasser gefallen, ich bin auf einen Block. Yeah, gefallen. Leute! Wir haben seine Kanone, seinen Boden kaputt gesprengt. Ich hab's gar nicht gesehen, deswegen ist er runtergefallen. Nice, Leute, damit haben wir gewonnen. Den ersten TNT-War. Wenn euch das ganze Format gefallen hat, da gibt's halt, man kann das halt noch viel krasser machen, Leute. Auch 2 gegen 2 und mit mehr Action und eigenen Gebäuden, dass man sich am Anfang sich eine eigene Festung baut und. Wenn ihr Bock auf mehr Folgen habt, Däumchen nach oben nicht vergessen. Schaut doch bei Let's Play vorbei, der ist unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal vorbeischauen. Ihr könnt auch dort klicken, da könnt ihr meinen Kanal abonnieren und darunter habt ihr noch andere coole Videos, die auch relativ nice sind. Viel hör auf zu fastbridgen. Wir sehen uns morgen, haut rein, euer Benson. Ciao. Ciao.